Ja, grüß Gott miteinander und willkommen zurück bei Borderlands. Ja, im Borderlands, da sind wir wieder am Start hier. Ja, Entschuldigung. So, willkommen zurück zu Borderlands. Ich habe diesmal auch ein bisschen mehr Zeit mitgebracht. Sorry nochmal, dass das letzte Mal so gehetzt war. So ein bisschen ist ja normalerweise nicht meine Art. Eigentlich nehme ich immer genug Zeit mit für ein Let's Play. Und ja, nur da musste es halt schnell gehen. Und es kam jetzt auch, glaube ich, einen Tag keine Folge. Einfach weil die Zeit nicht da war. Und jetzt habe ich aber ein bisschen mehr Zeit mitgebracht für die Aufnahme. Das heißt, alles gut. So, was haben wir denn? Wir müssen die Klingenblumensamen noch zu TK bringen. Das mache ich, glaube ich, mal als erstes. Und ich habe gerade eben schon mal vor der Aufnahme ein Inventar ein bisschen ausgeräumt. Da waren einige Waffen wieder drin, die wir so nicht so wirklich brauchen. Und ich möchte immer nicht so viel Zeit dann in dem Waffenmenü verbringen, weil ich kenne mich ja auch noch nicht so gut aus mit den ganzen Waffen. Und es dauert dann immer so lange, bis ich dann gegebenenfalls Sachen verglichen habe und geguckt habe, was macht jetzt wie viel Schaden. Deswegen habe ich das mal schneller gemacht eben, damit wir da mal ein bisschen mehr Platz haben und ich wieder ein bisschen Warnung. Mehr Übersicht habe. Oh, Entschuldigung. Ja, Schnauze. So, und meine Munitionskapazität von den Waffen habe ich mal erhöht. Das heißt, wir können jetzt mehr Munition tragen. Das kann man sich bei dem Waffenterminal holen. Ne, bei dem netten... Beim netten Stalin-Verschnitt, da kann man sich noch mehr Waffenkapazität bzw. Munitionskapazität kaufen. So, TK. Oh ja, dich habe ich gesucht. Der nette, sympathische Mann mit dem Holzbein. So, Hallöchen. Hey, danke. Ich weiß, es ist hart hier draußen. Und viele können sich gerade mal selbst helfen, schweige denn den anderen. Darum bedeutet mir deine Hilfe sehr viel. Ja, kein Problem. So, hier. Bitteschön. Und dafür haben wir einen Vicious Sniper bekommen. 62 Schaden. Ist aber, glaube ich, ein bisschen schlechter noch als die, die wir jetzt haben. Wir haben ja, glaube ich, eine mit 72 Schaden sogar. Mal eben schauen. So, die Vicious Sniper. Und dann habe ich ja noch die... Wobei, ich glaube, wenn die grün sind, ne, dann sind das schon mal irgendwie... Weiß nicht, was heißt das denn, wenn die grün sind? Also ich würde einfach mal behaupten, dass das dann spezielle Waffen sind, die irgendwas können oder... legendär sind. Ich habe keine Ahnung, weil die sind ja weiß. Allerdings, wie gesagt, guck mal, 78 Schaden, 62, ne? Aber was ist denn jetzt hier besser? Gut, die Feuerrate ist bei der Vicious Sniper 1,4. Und bei der hier 0,4. Ich weiß es nicht. Die Vicious Sniper ist auch wesentlich teurer im Verkauf. Und die hat mehr Munitionskapazität. Die hat 9. Warte mal, wir können doch mal vergleichen gerade. Die Vicious Sniper mit der... was habe ich... Ach hier, da, so. Wie sieht denn das aus? Eigentlich ist die Vicious Sniper nur von der Feuerrate besser und von der Munitionskapazität. Ansonsten... Ich weiß nicht, der Schaden, ne? 78 Schaden, das ist schon sehr, sehr gut. Ach so, ja. Dann diese Longbow-Granaten habe ich gefunden. Die kann man irgendwie anscheinend zum Ziel teleportieren oder irgendwie hinschießen. Ich habe keine Ahnung. Ansonsten habe ich eigentlich gar nicht so viel gemacht. Hier, wie gesagt, ein paar Waffen verkauft. Die anderen behalten. Und die Munitionskapazität bzw. Oh, ich habe... ich bin eben irgendeinen Punkt aufgestiegen. Entschuldigung. Den müssen wir noch vergeben. Da habe ich aber, wie gesagt, noch nichts gemacht. Wir machen mal, glaube ich... die Gesundheit oder die... Was ist das denn? Unfallstation. Gewährt Gesundheitsregeneration für Verbündete in der Umgebung. Wir haben eh keinen Multiplayer, also alles gut. Wir spielen in der Nähe des Skorpion-Geschützturms erhalten. Aufhalten, regenerieren Munition für die Waffen. Das ist ja cool. Ich glaube, ich mache aber erstmal die anderen Sachen, oder? Ich mache mal das hier, weil wir haben ja noch eine Rechnung offen. Mit einem netten Herrn, den ihr euch bestimmt noch erinnern könnt. So, hast du noch was für mich? Danke. Ich weiß, es ist hart hier draußen. Und viele können sich gerade mal selbst helfen, schweige denn den anderen. Gut, ich klaue dir mal das Geld, ne? Und dann Dankeschön. Okay, ich glaube, der hat erstmal sonst nichts mehr. So, jetzt haben wir noch Bonehead. Ich muss mal eben gucken. Bonehead der Dieb. Beschaffe das Destruct-Modul von Bonehead. Ja, genau. Ich glaube, sonst haben wir auch nichts mehr, ne? Das hier alles ist ja schon erledigt. Ich könnte jetzt nochmal am schwarzen Brett gucken. Ach nee, hier. Wir haben ja noch... Ne, das ist nur der Ort. Okay, Bonehead der Dieb. Level 10. Schwierigkeit normal. Ja. Bonehead. Meint er denn, dass wir den jetzt besiegen können? Ich weiß es ja nicht.
Wir sind ja jetzt schon ein bisschen aufgestiegen. Entschuldigung, jetzt muss man hier gerade ein bisschen aufräumen. Wir haben ja auch eigentlich gute Waffen am Start. Eigentlich könnten wir das ja mal, erledigen. Was habe ich denn für, davon mal abgesehen, was habe ich denn aktuell an Granaten ausgerüstet? Wir haben die Mirf, ne? Ich würde vielleicht mal probieren, die Schaden 20, Schaden 16. Warte mal, wir machen mal die Longbow-Granaten. Ich will die mal ausprobieren. Mal gucken, was die so können. Wir haben ja 4 Stück. Ich habe nämlich die Kapazität der Granaten auch um eine erhöht. Wo sind denn hier bitte... Wo sind denn die ganzen Typen? Hier kamen doch immer... Ich schwöre, ich habe eben keine hier abgeballert, als ich hier rumgelaufen bin. Ganz ehrlich. Ich habe keinen getötet. Wo ist der Typ? Mit seinen Schergen. Soll das so? Hier kommen doch immer normalerweise Gegner ohne Ende. Da hinten, das ist wahrscheinlich Bonehead. Jawohl. Leute, ich bin ein bisschen verwirrt gerade. Warte mal, kann ich denn... Ah, cool. Das macht ja sehr viel Schaden. Das macht dem... Ich glaube, das ist, weil der nicht aggro auf uns ist oder so. Ich habe keine Ahnung. Warum ist denn Bonehead jetzt alleine hier? Was? Hä? Ist das irgendwie ein Spielfehler oder... Ne, da ist doch noch einer. So. Oh, wir machen einen guten Schaden. Hehe. Ah, die Waffe ist gar nicht mal so schlecht. So. Haben wir denn schon ein bisschen Schaden angerichtet? Naja, es geht, ne? So, pass mal auf. Erstmal hier. Ein bisschen in Deckung gehen. Erstmal den Turm gerade ein bisschen arbeiten, bis ich mich mal wieder ein bisschen aufgeladen habe. So. Schläger. Ich weiß nicht, die Wellengang ist, glaube ich, nicht so pralle gegen die, wa? So, der hat natürlich wieder aufgeladen. Ja. Shit. Kann ich doch eine andere Waffe benutzen? Terrible Shotgun. Nasty Repeater. Tja. Machine Gun. Ich probier's mal damit. Hier habe ich ja gar nicht so viel Munition für. Hallo, ich wollte eigentlich die Machine Gun ausrüsten. Hallo? Ach so, ja. Entschuldigung. Wo sind wir denn? Machine Gun. So, jetzt. Naja, macht jetzt nicht so viel Schaden, ne? Granaten sind auch alle. Oh. Das war's gleich schon wieder. Oh, 6 Leben noch. Hey, super. Mensch, das funktioniert ja wie am Schnürchen. Ich muss das irgendwie anders angehen. So wird das nichts. So wird das nichts, Freunde. So wird das nichts. Ich habe auch keinen Bock jetzt wieder zu sterben. Und dann müssen wir wieder Zeug investieren und bla bla bla. Das möchte ich einfach nicht. Vorsicht, dass die hier auch noch fehlen hier. Das fehlte gerade noch. Alter, wie lange brauchen wir bitte zum Nachladen? So. Oh ja, das brauche ich. Vielen Dank. So, kleine Medi-Ampulle ist natürlich, ja. Wahnsinnig toll. Tja, mit Bonehead müssen wir irgendwas anderes machen. Das wird so nichts werden. Das wird so nix. Was soll ich erst nochmal eine andere Mission machen? Ich weiß nicht, wir hatten ihn ja eigentlich schon ein bisschen Schaden gemacht, ne? Aber nicht so mega viel. Wie gesagt, ich fand es ein bisschen merkwürdig, dass die Gegner da nicht mehr kamen. So ein bisschen arg merkwürdig. So, jetzt mal wieder ein bisschen Energie herstellen hier. Oh, wie lange der braucht, um diese Waffe hier nachzuladen. Das ist ja der Hammer, das sehe ich ja jetzt erst. Die Nachladegeschwindigkeit macht sich natürlich schon merkbar, nicht wahr? So, ich plündere hier mal gerade ein paar Kisten. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Gesundheit wieder. So, das ist benutzen. Kann ich nicht benutzen. Wahrscheinlich ist das für später. So, natürlich. So, Burning Sniper. Die macht Feuerschaden.
eigentlich ja gar nicht mal so verkehrt, nicht wahr? Oh, Granaten nehme ich gerne. Ich nehme die mal. So. Ich brauche wieder volle Gesundheit. Wo kriege ich jetzt volle Gesundheit her? Da hinten wäre noch was. Wir probieren es gleich nochmal mit Bauernheit. Ich möchte das eigentlich gerne noch erledigen. Weil der mich schon die ganze Zeit nervt. Ohne Ende. So, mit der Waffe kann man ein bisschen besser zielen als mit der Feuerwaffe. Die ist zwar auch ganz schön, aber auf Dauer... Ah, ich hätte nicht nachladen sollen. Juhu, hey. Na, Kleiner, willst du spielen? Oh, verdammt. Ach, so viel Schaden machen die mir ja gar nicht. Alles gut. So, wie gesagt, die Waffe, die braucht wirklich sehr, sehr lange zum Nachladen. Ich glaube, das ist irgendwie so eine Schrottwaffe oder sowas. So, ich probiere gleich mal mit der Feuerwaffe vielleicht von der Entfernung auf den Bonehead zu ballern. Vielleicht bringt das ja was. Das ist auf jeden Fall wesentlich präziser. Natürlich kommen da noch welche. Und da kommt auch noch einer. Ziel getroffen. Na, wie wir denn da spielen kommen, wa? So, tschüss. So, da sind... Oh, da sind noch schöne Aufladeampullen. Also, wie gesagt, ich glaube, das wird auch so ein bisschen vom Spiel gelenkt. Wenn man dann wenig Gesundheit hat, dann droppen die definitiv mehr Gesundheit. Das finde ich super. Naja, wie gesagt, die Nachladegeschwindigkeit von der Waffe hier, die geht überhaupt nicht. Die geht absolut gar nicht. So. 167 ist natürlich jetzt auch noch kein Blumentopf, den man da gewinnen könnte mit. Nicht so ganz. So, hier ist noch ein bisschen was, aber ich glaube, hier gibt es nur Geld, ne? Ja, na klar. Gut, ich könnte auch zum Doktor gehen, aber ich bin immer so geizig. Ich möchte immer dafür eigentlich unbedingt Geld ausgeben. Ich möchte das eigentlich gerne finden, weil wir finden ja jede Menge Geld. Wir können eigentlich mal, glaube ich, kurz zum Doktore. Was ist denn da los? Das sieht nicht gesund aus. Ich glaube, da muss ich mal eine Notschlachtung vornehmen. So, bitteschön. Hat sich ein bisschen merkwürdig bewegt. Ich glaube, das war so in Ordnung. Muss die Population eh mal ein bisschen ausdünnen. Hier sind viel zu viele von diesen Skags. Das ist echt der Hammer, dass die hier nicht alles überrennen einfach mal so. Das ist echt schon Wahnsinn. Oh, wer ist denn da? Hallo. Bonehead, na? Mensch, mit dir habe ich ja gar nicht gerechnet. So, ich würde gerne mal... Ich würde einfach gerne mal... So, das hat jetzt mal funktioniert. Ah, jetzt sieht die Sache schon anders aus. Den Schläger ignoriere ich jetzt mal. Ich konzentriere mich jetzt erstmal auf Bonehead. Natürlich keine Granaten mehr im Anschlag jetzt. Ja, kritischer Treffer. So, das war's. Tschüss. Bonehead, das war's für dich. Danke. So. Na also. Bin ich denn so angestellt? Ist doch gar nicht so schwer. Wir hatten eben einfach die falsche Waffe, glaube ich. So, das haben wir. Oh, da haben wir den Bone Shredder bekommen. Da hätte ich gleich mal gucken, was der kann. Der kann bestimmt auch einiges. So, das war's. Bonehead am Boden, würde ich sagen. Oh, was gibt's denn hier noch alles? Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Da müssen wir erstmal ein bisschen was gucken hier. So, wie sieht's denn aus? Den Bone Shredder haben wir bekommen. So, was ist denn das? Das ist eine... Ist das eine SMG? Ja, ich glaube, ne? Das müsste eine SMG sein. Ich glaube, ich rüste die mal gerade aus. Das ist aber... Nee, was ist denn das? Was ist denn das für eine Waffe? Moment, ich muss mal gerade gucken. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, aber sieht sehr cool aus, muss ich mal sagen. Hat nur jetzt leider gerade nicht so viel Muni am Start, aber das kriegen wir hin. So, hier ist irgendein Schalter, den ich nicht benutzen kann. Hier liegt noch Munition. Bon excellent. Gleich mal gucken, wenn ich dafür Muni aufnehme, was das genau ist. Hier war doch noch mehr. Nur noch hier die eine Kiste. Achso. So, bitte her damit. Das würde ich gerne auch mitnehmen. Das ist mit Sicherheit... Ja, das ist Munition, die kann ich aber nicht mitnehmen. Verdammt. Gut, hier gibt es wahrscheinlich nur wieder Sachen zum Kaufen, oder? Ah, nee.
So, dollar. Destruct-Modul. Bone hätte die. Warnung, nicht vor dem Catch-A-Ride-Einheit entfernen, da es sonst zum Ausrüstungsausfall kommen kann. Okay, was auch immer damit gemeint ist. Ich habe keine Ahnung. Ich gucke mich aber hier nochmal um, weil hier geht es auch noch hin. Und da könnten wir theoretisch... Achso. Könnten wir theoretisch nach oben. Ich guck mal eben, was hier ist. Oder hätte ich mich hier einfach nur hinstellen können zum... zum Balaton. Ich habe keine Ahnung. Warte mal, oh, hier kann ich rauf. Hey, hallo. Hätte man hier schleichen können, gegebenenfalls? Oder komme ich jetzt einfach nur zu der Kiste? Ich komme wahrscheinlich einfach nur zu der Kiste. SMG. Ach, das ist eine SMG. Alles klar, Freunde. Das ist einfach nur eine SMG. Alles klar. So, hier hätte man voll gut snipen können von hier oben. Warum entdecke ich das immer erst dann, wenn es schon zu spät ist? Kann mir das mal einer sagen? Da hätte ich mir viel Arbeit ersparen können, wenn ich einfach nur hier oben lang gegangen wäre. Da hätte ich mir mega viel Aufwand und Dings erspart. Und Ärger. Das ist ja wohl echt der Hammer, du. So, warte, ich muss aber nochmal zurück. Da war noch mehr. Da nicht. Ich muss nochmal kurz hinten rauf, weil da war noch mehr. So, da gehen wir kurz nochmal hin. So, dann hier rüber. Zack. So, und zwar habe ich hier irgendwo noch... Wo war denn das? Ich habe doch hier eben noch eine Kiste gesehen. Hallo? Wo war das? Da ist auf jeden Fall noch ein Dingshaufen. Da ist noch ein... Ach, hier unten, genau. Ich gehe mal gerade hier hin. Dann gehen wir noch die zwei Dreckhaufen ab und dann... Also haben wir doch schon alles. Jo, sehr gut. SMG-Munition habe ich eben auch gelevelt eben. Das heißt, da können wir auch wieder mehr tragen. Oh, schön. Ich glaube, ich bleibe erstmal auf der Waffe hier. Mal gucken, was sie so kann. So, damit können wir die Quest jetzt auch wieder abgeben, ne? Ich weiß gar nicht, von wem war die eigentlich. Ich glaube, die war von dem Typen mit diesem... Achso, gespeichert. War das nicht da, wo das dieses Racing-Ding war? Also dieses Wüstenrenner-Teil, was wir da irgendwie reparieren müssen? Ist gerade echt überfragt, muss ich ehrlich sagen. Ich muss gleich mal gucken, wo das eigentlich hin soll jetzt als nächstes. So, da oben ist noch was. Hey. War es leider alles voll. Okay, schade. Alright. So, hier komme ich... Doch, hier komme ich durch. So, das Modul abliefern. Machen wir sofort. Ich gucke einfach nochmal hier. Und da haben wir noch ein Toilettchen. Meine Güte, ist hier viel Sachen. Da ist auch noch was. Also das ist echt, das ist genau das, was ich immer so an Spielen mag. Wenn man überall schön was finden kann, was einem dann weiterhilft. Dass man sich genau umgucken muss. Genau mein Ding. Ich gucke mich ja immer gerne um, ne? Ihr wisst das ja. Ich entdecke da so das ein oder andere tolle Ding immer. Ja, ich weiß, wir gehen in die falsche Richtung, aber hier ist auch noch jede Menge Zeug. Oh, der Looterfinger wieder. Der ist wieder voll am Start. Da haben wir noch ein Toilettchen. Okay. Dann haben wir dann auch alles. So, alles mitnehmen. Hier ist auch noch ein Case. Eieieiei. Freunde. Wenn draußen in der realen Welt so viel Geld in der Gegend rumlägt wie hier, ach, dann hätten wir einige Probleme weniger. Wahrscheinlich würden sich aber alle dann um das Geld kloppen. So gesehen ist das hier eher so... Also, das kenne ich schon, liebes Spiel, aber danke für den Hinweis. So gesehen ist das ja hier eigentlich eher so eine apokalyptische Welt. Naja, gut. Was heißt apokalyptisch? Es erinnert sehr an Fallout, ja. Aber ich glaube, das ist halt einfach nur, weil die hier auf dem Planeten noch nichts Besseres gebaut haben, außer hier diese Schrottbuden. So... Komischerweise ist es jetzt sehr ruhig hier, ne? Hier ist wirklich gerade... Ich speichere mal eben. Danke. Und hier ist zu viel Platz. Das schreit doch geradezu nach einem Kampf. Ich meine, ohne Mission kommt hier wahrscheinlich nicht so ohne weiteres ein Kampf. Naja, gut, wir sind ja auch einmal bis so weit vorgelaufen und haben da schon mal
Ja, Nahkampf habe ich jetzt noch nicht so oft gemacht. Ist bisher auch noch nicht nötig gewesen, so wirklich. Wieso kriege ich jetzt hier die ganzen Hinweise? War das hier eventuell mein Startgebiet? Nee. Kann eigentlich welcome. Boah, ich weiß es nicht mehr. Doch, es könnte tatsächlich sein. Ich weiß nicht mehr, wie das da ausgesehen hat, aber... Warte mal. Kurz mal auf die Karte gucken. Ja, es könnte sein, weil hier ist... Ja, doch, ich glaube, hier haben wir gestartet. Ich glaube, dass... Ja, doch, ich meine, hier haben wir gestartet. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Aber da vorne ist ja gleich der Doktor und die ganzen Sachen. Es könnte sein. Es könnte tatsächlich sein. Gut, dann gehen wir da mal wieder hin. Wie gesagt, wir müssen ja das Destruct-Modul noch abliefern. Und da ist aber auch noch was. Mein Gott, ich komme ja zu nix hier. Ich komme hier einfach zu nix. So. Loot, Loot, Loot. Tut immer gut. So, wir haben Inventar voll. Na toll. Ich muss mal wieder Waffen verkaufen. Wir haben wieder zu viel dabei. Und da vorne ist auch noch was. Wollt ihr mich verarschen? Und auf dem Dach habe ich gerade auch noch was gesehen. Ach, du Heilige. Gut, dass wir hier nochmal hingegangen sind. So, es sind zwar immer nur so Kleinstbeträge, die wir hier einsammeln. Aber Kleinvieh macht auch Mist, bekanntlich. So, wie komme ich aufs Dach? Hier. Da ist was. Ich will da hin. Jawohl, sehr gut. Habe ich von unten eben noch gesehen. So, und da ist auch wieder was. Meine Jüte. Kann man an solchen Stationen nicht auch Sachen verkaufen? Das wäre schön. Okay, das Ding ist wesentlich schlechter. Das auch. Lassen wir also da, wo es ist. Okay, gut. Und da unten ist auch noch ein Tresor. Natürlich.